Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal bei YouTube. Heute will ich euch zeigen, wie ihr mit dem GBL O2 Tester den Sauerstoffgehalt eures Meer- oder Süßwasser-Aquariums testen könnt. Dafür nehmen wir einmal diesen Glasbehälter hier, gehen damit zu unserem Aquarium, füllen das so viel Wasser an, dass wirklich die ganze Luft raus ist, nehmen sie damit auf unsere Unterlage, die wassersaugend ist, weil dann nehmen wir die Aufschrift mit der O21. Na, wo ist das Ding? Da. Nehmen wir jetzt davon, nehmen wir jetzt 6 Tropfen. Achtung. 1, 2, 3, 4. Naja, dürfen schon 6 gewesen sein. Es ist leider ein bisschen schwierig mit den Tropfen aus diesen Kunststoffflaschen. Dann nehmen wir den gleiche, sieht fast gleich aus, nur mit der Aufschrift 2. Machen auch davon jeweils 6 Tropfen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, ihr seht schon, wie es sich leicht verfärbt. Drehen das Gute ganz gut zu. Aufpassen, dieses Zeug ist ätzend. Also man sollte nicht Kinder damit spielen lassen. So, zugedreht. Schüttel das jetzt eine halbe Minute ungefähr. Schütteln wir das jetzt. Jetzt habe ich die Tabelle nicht hier rausgenommen. Moment. Dann ist hier drin eine Vergleichstabelle. Daran können wir gleich sehen, ob unser Sauerstoff ausreichend ist in unserem Becken. Also wenn wir bei den letzten 3 wären, wären wir schon optimal. Moment. Wenn wir hier bei den letzten 3 sind, wäre ja schon optimal. Noch einmal weiter schütteln. 30 Sekunden circa. Kann auch ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. So. Wir kommen der Sache schon näher. Ah, sieht schon gut aus. Achtung. Und so können wir dann messen, welche Farbe am besten dazu passt. Entweder, das kann man jetzt schlecht mit der Kamera sehen, ist egal. Also ich tendiere, das ist so dunkel, ich tendiere hierzu, weil hier ist, das sieht man. Passt nicht, aber es passt verdammt gut hierzu, wenn man das so guckt. Das kann man jetzt sehr schlecht sehen. Schade eigentlich. Schade, schade, schade. Wenn ihr das sehen könnt, passt das schon ganz gut. Oder vielleicht doch zum letzten. Naja, auf jeden Fall dazwischen. Also wir liegen voll noch im grünen Bereich. Also müssen uns keine Gedanken machen wegen dem Sauerstoffgehalt. So einfach ist das. Jeweils 6 Tropfen von Nummer 1, jeweils 6 Tropfen Nummer 2. Halbe Minute schütteln. Fertig. Und schon wisst ihr immer, ob ihr was machen müsst. Mehr Pflanzen, mehr Fisch oder weniger Fische. So wisst ihr immer Bescheid. Ich finde es eine feine Sache und es kostet nicht die Welt und so bleibt das Becken länger gesund. Hier im Hintergrund seht ihr noch meine Lebenfuttermaschine am Ackern. Ach, wie gut, dass niemand weiß. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich über einen Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Bis demnächst. Vielen, vielen Dank. Ciao.